This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. Jo, da wären wir. Starten wir doch einfach mal. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit. So. Müsste der Handbremse schnell 180 Grad Wendemanöver auszuführen? Ja. Die mache ich sehr gerne. 7000 Speedpoints, das kann man schaffen. Das kann man sogar sehr einfach schaffen. Denke ich. Verfolgungstechnik für jedes Fahrzeug aufrüsten? Ja, ja, ich weiß. Liebe seit 1904. Ja. Etwas verbuggt ist das Spiel ja wohl doch noch. Super. Egal. Bei so einem neuen Spiel, was gerade mal seit, ja, bei mir jetzt seit heute draußen ist, obwohl ich es schon vor 2 Tagen hatte, ehrlich gesagt, könnte ich mir das aufsparen, weil ich es ganz normal auf ganz normalen Wege bei Amazon Deutschland bestellt habe, trotzdem 2 Tage früher gekriegt habe. Ganz normal bei Amazon bestellt, also nichts irgendwie anders gemacht, nichts illegal, Black Market oder irgendwas. Ich weiß nicht, woher das kommt, warum, wieso, weshalb, aber ich habe nichts dagegen. Also machen wir eine Runde Zeitfahren, um die paar Speedpoints zu erreichen. Um mal diesen geilen Mercedes zu kaufen. Weil auf den habe ich echt Bock, weil ich glaube, der ist geil. Der geile Mercedes. Ja, wir fahren ja mal auf der Straße. Irgendwie ist es meine persönliche Meinung, aber ich finde, man schaltet hier zu oft neue Fahrzeuge frei. Also bei Need for Geschwindigkeit Carbon zum Beispiel war das ja nicht so. Da hat man ab und zu mal alle 10, 15 Rennen mal ein Fahrzeug freigeschaltet. Und hier ist es alle Viertelstunde, dass man ein neues Fahrzeug hat. Das finde ich ein bisschen übertrieben, weil so kann man sich nicht auf ein Fahrzeug konzentrieren und das wirklich hochtunen. Sich in dieses Fahrzeug wirklich verlieben, sage ich einfach mal. Und damit dann seine Karriere hier wirklich beenden. Weil hier kriegt man dauernd irgendwelche neuen geilen Fahrzeuge hinzugeschoben, sozusagen. Naja. Es gibt Schlimmeres, klar, aber... Zeitfahren. Fahre gegen die Glock. 5,8 Kilometer. Okay. Auf geht's. So. Wohin müssen wir? Irgendwie, obwohl ich das Gefühl habe, ich war hier schon überall, gibt es immer noch Bereiche, wo ich nicht war. Und ich habe immer noch das Gefühl, die Welt ist recht klein. Aber ich glaube, so klein ist sie gar nicht. Obwohl ich hier jetzt, glaube ich, schon mal war. Oder? Doch, ich meine hier... Upsa. Hier war ich schon mal. Keine Ahnung, wo ich das Wissen nehme, aber... Ich denke, hier war ich schon mal, ja. Aber ich kann jetzt auch nicht bei jedem mal sagen, dass ich hier schon war. Das bringt jetzt auch. Egal, ich will das Zeitfahren jetzt schaffen. Und der hat den gleichen... Nee, das ist nicht der gleiche. Okay. Vertan. Ich dachte, das ist der gleiche Wagen, den wir auch haben, aber das war kein Mustang. Das war irgendwas anderes. Vier Control Points noch. 3 noch. Ach ja. Ihr merkt, ich halte mich immer gerne an Need for Speed Carbon auf. Ich mag das Spiel einfach irgendwie. I don't know warum. Ist das ein Cop? Scheiße. Das ist ein Cock. Cop. Nicht Cock. Das fand ich bei den anderen Need for Speeds auch immer geil. Man hat selber hier irgendein Lamborghini oder Bugatti oder irgendwas richtig Geiles, ne? Die Cops kommen mit ihren Ford K dann immer an oder mit ihren Nissan oder weiß nicht was und überholen, während man mit 380 Sachen über den Highway fährt. Das fand ich immer etwas scheiße. Oh Gott. Der jagt mich noch immer. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Weitere Einheiten feindlicher Stärke. Weitere Einheiten sammeln sich. Gebe Antwort.
Ich werde direkt mal ins nächste Versteck wollen. Oh, es ist nicht weit. Ich bin zwar falsch gefahren, aber... Huch! Oh ja, der kommt. Und rein da. Verkackt, Kopf. Wieso außer Gefecht gesetzt? Ich bin noch drinne. Ach, egal. Ich hoffe, die Speedballs kriege ich jetzt, weil der stand außer Gefecht gesetzt. Aber ich bin ja nicht außer Gefecht gesetzt. Ich bin da reingefahren. Hä? Verstehe ich nicht. So, was habe ich jetzt nochmal? Wie viel kostet der? 57.000? Oh, dann kann ich ihn jetzt kaufen. Yeah. Und jetzt starten. Lol. Steht dein Kopf genau vor meiner Tür? Egal, wir starten hier. Mit unserem AMG, der wird es hier auch noch schön gezeigt gerade. Geil. Wo hieß es Easy Drive, All Drive, meine ich, ne? Ja. Ja. Ja, wir lassen ihn mal fahren. Wieso hohem Tempo? Ich fahre noch nicht mal. Ach ja, die haben mich wieder, ja, super. Egal, ich habe einen geilen Mercedes, also. Tja. Wow, Alter. What the fuck? Ja, wir sehen, wie sich die Sachen, die Dinger in dem, an dem Mercedes hier spiegeln. Das haben die wirklich ziemlich geil gemacht. So, das bringt nichts. Wohin müssen wir? Ach, ich will zum Rennen, aber ich darf noch nicht. Werde ich überhaupt noch verfolgt? Wenn ja, dann merke ich es irgendwie nicht. Also so wie es für mich aussieht, haue ich den gerade ab. Ah, der Need for Speed Carbon Song. Dürften einige noch kennen. Geil, das ist geil, der Lied. Ich hau wieder ab. Och ja. 230 schaffe ich mit dem sicherlich. Aua. Ja, du hast mich gerammt. Freust du dich jetzt? Nächste Werkstatt. Hammer. Nee, ne? Ihr seid scheiße, ihr Cops. Das Lied ist geil. Ist geiler als ihr, das Lied. Ich brauche eine Werkstatt. Oh. Wo ist eine Werkstatt? Ah, oh Gott. Ja, kritischer Schaden, ich weiß. Oh, oh, Hilfe. Ich hau den jetzt irgendwie ab. Ja, ja, ich hau den ab. Sehe ich. Sowas sehe ich immer. So, wir haben nämlich noch. Ach, Mann. Wer hat mich denn hier gefunden? Irgendwie auf der einen Seite sind die Berge beschneit und auf der anderen nicht, habe ich das Gefühl. Ach, ein Cop hat die Verfolgung verlassen. Das ist schön. Habe ich ein wenig. Haben die mich noch? Ja. Geil. Nicht für lange, denke ich. Schau den gerade ab. Ganz eindeutig.
Aber ich will vor denen abhauen, jetzt nicht direkt in das Versteck rasen. Das ist nämlich erstens feige und zweitens verliere ich dadurch einige Speedpoints, die ich nämlich durch das Bestehen der Verfolgung kriegen würde, schätze ich. Aber es sind hier gerade einige Cops unterwegs. Einer direkt hinter mir. Ne, jetzt ist er nicht mehr hinter mir. Also nehme ich hier mal diese geile Abkürzung. Yeah! Nee, ich sah mich deshalb wieder oder was. Ah, es ist hier ein dauerndes Hängen zwischen Entkommen und Verfolgung, ne? Das ist heftig. Wieso haben sie mich denn jetzt schon wieder? Da. Jetzt haben sie mich wieder kurz geortet. Ich weiß, das könnte noch lange so weitergehen. Lol. Jet, kommt mal gerade. Yes. Oder? Nee. Ich bin nicht entkommen. Geil. Fuck! Wegen diesem einen dummen Kopf da. Scheiße. Alter, das müsste hier Speedpoints geben, die Verfolgung. Lol. Ja, du hast das Ziel gerammt. Das habe ich jetzt aber wirklich bemerkt. Oh nein, nicht nächstes Versteck, nächste Werkstatt. Ah, also schon. Wo ist denn hier eine Werkstatt? Sehe ich gar nicht. Kritischer Schaden auch noch. Noch ein Need for Speed Carbon Song. Okay. Der ist auch ziemlich geil, aber es ist leider eine Live-Version. Das heißt leider, die sind sicherlich auch live gut, aber... Aua. Nein! Fuck! Bis zum nächsten Part. Tschüss, mal wiedersehen.